menschliche Stimme ist für mich immer wie ein Seismograph der Seele. Ich denke auch, dass man, wenn man auf der Bühne steht, dass es ganz wichtig ist und ganz essentiell, dass man auf der einen Seite als Künstler dasteht, aber dass ein Teil seines Körpers so ein bisschen aus sich rausgeht und dann auf sich selber schaut und den Künstler ein bisschen kontrolliert mit dem Kopf. Denn es ist ja so, wenn eine besonders traurige Szene gestaltet wird, es sind ja nicht die Künstler, die weinen sollen, sondern das Publikum soll weinen. Il jubilar, mi fai jubilar.